kommt Champagner aus dem Springbrunnen und Kaviar. Nein. Also das ist mir noch nicht passiert. Wenn, muss ich ja selber meinen Flieger irgendwie buchen von Deutschland aus. Das muss Barbara nicht. Barbara, da zahlen die Veranstalter. Ich fahre zweite Klasse mit der Bahn. Nur um das hier gerade zu rücken. Das ist nachprüfbar. Das glaube ich dir jetzt mal gar nicht. Das ist so. Du lachst doch selbst. Nein. Es ist sowas zwischen Weinen und Lachen. Lass uns über deine Kindheit sprechen. Du wolltest auf die Bühne. Du wolltest singen. Mhm. Was hast du mit Singen in Verbindung gebracht? War es wirklich das auf der Bühne stehen oder war es einfach die Freude an der Musik? Freude am Singen. Freude am Singen in Kombination mit auf der Bühne stehen. Und mit Zuschauern auch. Ja, meine Verwandtschaft musste immer leiden. Egal welche Tante, welcher Onkel, egal wer kam. Ich musste immer einen Song singen. Und wenn die in Eile waren und nur einfach vielleicht bei der Mutter mal nach ein bisschen Zucker gefragt haben. Nein. Ich singe jetzt noch einen und... Mit dem Resultat, dass weniger Zucker bei uns irgendwie wegkam durch die Verwandte. Nein, Quatsch jetzt. Aber es war wirklich so, dass ich immer singen musste. Was hast du denn da gesungen? Heintje. Mhm. Heintje. Der Heintje von Koblenz? Nee, so Heintje ist Holland. Ich weiß, aber Heintje von Koblenz hat man dich damals genannt wahrscheinlich. Ja, ich war Bernie von der Mosel. Bernie von der, ja klar, Bernie von der Mosel. Ich komme ja von der Mosel. Ja, klar. Aber da, Heintje, ich meine, das war nicht die, also was Oliver gerade sagte, das waren nicht die coolen. Ja, aber die mit coolen. Acht? Mit sechs warst du Jahren. Mit acht oder mit sechs cool? Hast du mit sechs Rolling Stones gehört? Ja, klar. Oder? Aber eher als Heintje. Ganz im Ernst, entschuldige bitte, als du sechs warst, waren die Rolling Stones auch erst sechs. Nee, die waren älter. Ja, die waren Charlie 12. Watts ist gerade 70 geworden. Okay, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also das war auf jeden Fall eine... Es war meine Leidenschaft. Musik ist einfach diese Leidenschaft, dass ich auf die Bühne muss und dass ich singen muss. Wenn ich wirklich mal zwei Wochen nicht auf der Bühne stand und keine Show hatte, dann werde ich ganz... Wie muss man sich denn so eine Show von dir vorstellen? Also würde mich jetzt mal interessieren, weil ich war noch auf keiner. Ist es wirklich so, dass du sagst, da gibt's Feuerwerk, sitzt du da, du spielst ja auch Klavier, du kannst wirklich umwerfen Klavier spielen? Nein, nicht so. Also es ist wir haben da Tänzerinnen? Nein, ich denke, ich habe meine Stammband, die immer dabei ist und es ist viel mit Video passiert. Also momentan ist die Show, ich ändere die alle zwei Jahre, so konzipiert, dass man eine große Leinwand hat und dass man aus dem Weltall kommt und dass die Erdkugel immer näher und dann jetzt für Russland erscheint dann Russland und es kommt ein Video von Moskau und das geht dann über in mein aktuelles Video von Russland und plötzlich stehe ich im Dunkeln mitten auf der Bühne und ich fange an zu singen. Also es ist schon richtig Action. Es ist nicht ein Klavierabend mit Thomas Anders, wo du an den Flügel gelehnt... Nein, nicht mit einem Whiskyglas in der Hand und jetzt mache ich ein bisschen Lala. Nein, da geht es schon richtig ab. So zwei Stunden. Ach, das ist doch toll. Wir besorgen eine Karte, Vitali. Wir besorgen eine Karte. Vitali hat immer noch Interesse, dahin zu kommen. Wir besorgen eine Karte. Und ein Handshake ist auch noch mal drin gleich, bin ich mir sicher, nach der Show. Sag mal, ist es eigentlich ich bekomme keine Gänsehaut mehr. Aber er jetzt, ist doch auch nicht schlecht. Barbara, ist es deiner filigranen Gesprächsführung zu verdanken, dass wir das noch nicht gezeigt haben, wie Thomas Anders früher aussah? Oder hast du ich das hatte noch mir vor? Das Beste für zum Schluss aufgehoben. Ich habe die Frage damit nicht gestellt. Deswegen würde ich sagen, wir gucken jetzt mal rein. 1983 in der aktuellen Schaubude. Und das Gute ist beim NDR, hier wird nun wirklich alles aufgehoben. Nichts weggeworfen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was macht das schon? So heißt das. Wunderschön. Warum du streitest, das macht keinen klug. Du lässt einfach davon, du springst auf jeden Zug. Was macht das schon? Hab die Nacht am Telefon verbracht, denn ich weiß, du rufst an und brauchst mich irgendwann. Was macht das schon? Ich hab dich mit Verboten sicher nicht. Du bist da, weil du spürst, dass doch meine Hand dich führt. Frau
Frau Fauke ab wie eine Rakete hier gerade. Ja, total. Das ist Ihre Musik, ne? Nein, das ist jetzt, ist mein Geschmack etwas erwachsener geworden, aber das erinnert mich natürlich auch an meine Jugendzeit. Und das hat man in meinem Alter ja schon mal sehr gerne, wenn man noch an gute alte Zeiten erinnert wird. Ja, ja, klar. Deshalb, also ich stehe dazu, ich besitze von Ihnen Platten, finde das ganz toll. Danke. Ich finde es auch toll. Bitte. Aber was ich aber, das ist doch, wenn man wirklich über 30 Jahre wirklich im Profibusiness ist, dann taucht sowas schon mal auf. Das ist ja so, dass alles, was vor 10 Jahren gefilmt wurde, sieht auch irgendwie schon bekloppt aus. Das stimmt. Und es wird ja immer so weitergehen. Es gibt ja viele Künstler, die überleben ja nicht das nächste Jahr. Ja, ja, klar. Das stimmt. Das auch. Deswegen, ich finde es großartig, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch. Koblenzer Junge. Buga, Bundesgartenschau. Bundesgartenschau in Koblenz. Hast du was damit zu tun? Also, ja, als Koblenzer bist du Koblenz sozusagen. Ja. Du bist die Primel. Die Primel von Koblenz. Nein, es ist wunderschön. Man muss ihn können. Die Primel von Koblenz? Kann man das nicht so sagen? Nein. Okay, die Rose von Koblenz. Na, Rose ist auch ein bisschen. Was wärst du denn, wenn du eine Blume wärst? Das vergiss mal nicht. Oh, Thomas Anders! So, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, einen Gast zu haben, der wirklich Großartiges geleistet hat. Nämlich, wir müssen erstmal Folgendes uns ja vergegenwärtigen. Das Sommermärchen 2011 steht unmittelbar vor der Tür. Wir reden jetzt nicht von einer Modern Talking Platte,